Nachdem wir jetzt wissen, was ein Modell ist, müssen wir uns jetzt nur mit dem Betrachtungsgegenstand auseinandersetzen, den wir in PKM verwenden, und das ist dieser Organisationsbegriff. Das heißt, wir klären jetzt im Thema 1.2 die Frage, was ist überhaupt eine Organisation, was macht eine Organisation aus, welche Betrachtungsweisen kann man auf eine Organisation einnehmen und welche Elemente identifizieren wir innerhalb einer Organisation. Beginnen wir ganz vorne, beginnen wir mit der grundlegenden Begrifflichkeit. Wir haben da im Skriptum eine kurze allgemeine Einführung, der versucht abzugrenzen, wie sich dieser Organisationsbegriff historisch entwickelt hat. Landen dann irgendwann einmal an der Stelle, dass wir uns anschauen, wie denn der Herr Luhmann, deutscher Soziologe, der des 20. Jahrhunderts Systeme beschrieben hat, also begründet der allgemeinen Systemtheorie, und wie der hat sich auch mit Organisationen auseinandergesetzt, und wie der den Organisationsbegriff fasst. Also genauso wie Modelle Merkmale haben, wir haben diese drei Merkmale, Abbildungsmerkmal, Verkürzungsmerkmal und pragmatisches Merkmal gehabt, genauso kann man Organisationen über ihre Merkmale beschreiben. Auch für Organisationen haben wir drei zentrale Merkmale, wenn wir die nochmal markieren. Das ist Mitgliedschaft, Zweck und Hierarchie. Und dann kommt später noch ein viertes dazu, nämlich die Autonomie, über diese drei Merkmale frei entscheiden zu können. Das sind die vier konstituierenden Elemente einer Organisation. Schauen wir uns die ganz kurz genauer an. Ein zentrales Merkmal einer Organisation ist, dass sie entscheiden kann, wer in ihr Mitglied ist und wer nicht. Wenn das nicht der Fall ist, dann würde man nicht von einer Organisation sprechen. Das heißt, Mitgliedschaft ist so definiert, dass die Organisation über den Eintritt und den Austritt von Personen oder, wenn man es allgemein erfasst, von handelnden Einheiten, es können auch andere Organisationen sein, entscheiden kann. Ganz zentrales Merkmal, wann das nicht gegeben ist. Historisch haben wir da, das Beispiel von Sklaverei gehabt, wo eben die Mitgliedschaft nicht frei entscheidbar war, sondern, also auch von den handelnden Personen nicht frei entscheidbar war, sondern die da einfach hineingeboren worden sind in diesen Status, da würde man nicht von einer Organisation sprechen. Organisation, unter anderem zum Beispiel Unternehmen, entscheiden frei, wer in ihnen Mitglied ist und wer nicht. Organisationen verfolgen auch immer einen Zweck. Zweck haben wir schon bei Modellierung gehabt, hier haben wir eigentlich den gleichen Zweckbegriff. Organisation hat nur dann oder besteht nur dann, wenn die Mitglieder der Organisation einen gemeinsamen Zweck verfolgen. Das kann das Produzieren von Gütern sein, das kann das Setzen einer bestimmten politischen Agenda sein, was auch immer. Aber dieser Zweck muss den Mitgliedern klar sein und sie müssen darauf hinarbeiten, dass dieser Zweck erreicht wird. Wenn der Zweck erreicht ist, ist im Wesentlichen auch das Sinnstiftende der Organisation erreicht. Jetzt kann man sich natürlich einen Zweck setzen, dessen Ziel nie erreicht werden kann. Das heißt, immer zum Beispiel immer mehr Profit zu erzielen, wie es da angeführt ist. Das ist ein perpetuierender Zweck, also der bleibt immer bestehen. Gibt aber auch Organisationen, die temporär gebildet werden, um einen bestimmten Zweck zu erreichen. Denken Sie auf politische Prozesse, Volksbegehren, da bilden sich Proponentenkomitees, Organisationen, ja, auch wieder freie Wahl der Mitgliedschaft mit einem bestimmten Zweck, nämlich ein bestimmtes politisches Ziel zu erreichen, und lösen sich vielleicht danach auch wieder auf, wenn sie ihr Ziel erreicht haben, wenn sie ihren Zweck erfüllt haben. Und ein drittes Merkmal, sagt Luhmann, ist das Bestehen einer Hierarchie. Die muss nicht besonders explizit sein, die muss nicht besonders tief sein, also über viele Ebenen gehen, aber Organisationen haben immer eine Hierarchie. Sie haben
Akteure, die die Richtung vorgeben, Akteure, die den Zweck bestimmen können, Akteure, die über die Mitgliedschaft bestimmen können. Und auch wenn sie basisdemokratisch organisiert sind, gibt es dann trotzdem gewählte Gremien vielleicht, die dann operativ irgendwelche Entscheidungen treffen. Und auch das führt im Wesentlichen zu einer Hierarchie. Hoppla. Genau, wir reden über Hierarchien. Es ist dann hier nochmal beschrieben, also auch wenn man immer mehr Mitspracherechte in modernen Organisationen hat und Selbstorganisation einführt, letztlich gibt es zumindest über eine zielgerichtete Steuerung immer eine Hierarchie, irgendjemanden, der vorgibt, was eine bestimmte Person innerhalb der Organisation zu tun hat oder zu erreichen hat, um den Unternehmenszweck, den Organisationszweck, wenn wir es allgemein halten, zu erreichen. Das sind die drei wesentlichen Eigenschaften. Und die vierte Eigenschaft, habe ich vorher schon erwähnt, die da dazu kommt, ist die der Autonomie über die Entscheidung, was der Zweck, die Hierarchie und die Mitgliedschaft betrifft. Eine Organisation, die nicht eigenständig ist, hat nur begrenzte Möglichkeiten, eigene Identität zu entwickeln, beziehungsweise diese drei Ziele zu oder diese drei Merkmale auszuprägen. Dementsprechend kann man nicht von einer eigenständigen Organisation in diesem Sinne dann sprechen. Das heißt, das wäre dann die vierte Eigenschaft. Natürlich gibt es Rahmenbedingungen, in der sich eine Organisation bewegt. Das haben wir dann da unten nochmal beschrieben mit gesetzlichen Rahmenbedingungen, Arbeitszeitverordnungen, Arbeitnehmerschutzmaßnahmen, was auch immer. Aber innerhalb dieser Rahmenbedingungen sich innerhalb dieser Rahmenbedingungen zu verhalten, wie es dem Organisationszweck dienlich ist, innerhalb dieser Rahmenbedingungen Personen der Organisation angehören zu lassen oder nicht, das ist das Merkmal der Autonomie. Das wären die vier Elemente, die sollte man im Hinterkopf behalten, damit klar ist, sprechen wir überhaupt von einer Organisation oder nicht. Auf ein Unternehmen wird dieser Organisationsbegriff in seiner Allgemeinheit üblicherweise zutreffen. Auf lose Verbindungen, Interessensgruppen, wenn wir in soziale Systeme gehen, nicht notwendigerweise. Freundeskreis würde man jetzt nicht als Organisation bezeichnen, weil einem Freundeskreis üblicherweise zumindest der Zweck, der definierte Zweck fehlt. Die Freiheit der Mitgliedschaft ist vielleicht gegeben, die Hierarchie wird üblicherweise nicht explizit sein in einem Freundeskreis, ist vielleicht implizit gegeben, dass es jemanden gibt, der üblicherweise den Ton angibt, aber der Zweck ist wahrscheinlich nicht definiert. Wenn das dann sich stärker formalisiert, zu einer Vereinsgründung führt, dann wird ein Vereinszweck angegeben und der Freundeskreis wird zur Organisation, zum Beispiel zum Sportverein, gibt es halt nicht mehr, oder zu irgendeinem Hobbyverein, der das Ziel hat, dieses Hobby zu pflegen, die Mitglieder bei der Ausübung dieses Hobbys zu fördern. Dann sind wir beim Fußballverein, beim Tennisverein, wenn wir im Sportbereich bleiben, was auch immer. Das weist dann schon wieder die Organisationsmerkmale auf. Wenn man dieses Organisationskonstrukt mit diesen Merkmalen jetzt hernimmt und genauer betrachtet, kann man unterschiedliche Perspektiven auf dieses Organisationskonstrukt einnehmen. Das heißt, was eine Organisation ausmacht, kann man aus unterschiedlichen Aspekten betrachten. Das ist am besten in dieser Tabelle dargestellt, finde ich. Darunter wird es dann nochmal detaillierter beschrieben. Wir schauen es uns jetzt anhand dieser Tabelle durch. Wir unterscheiden drei unterschiedliche Betrachtungsweisen, die man auf Organisation einnehmen kann. Das ist die funktionale, die instrumentale und die institutionale. Und jede dieser Betrachtungsweisen betont andere Aspekte der Organisation. Also die schließen einander nicht aus. Ich kann, wie gesagt, die Organisation bleibt die gleiche. Ich kann nur aus unterschiedlichen Richtungen draufschauen und sehe dann andere Dinge. Aus Sicht der funktionalen Betrachtungsweise geht es darum, wie denn eine Organisation organisiert wird. Das heißt, es geht um die Gestaltung der Organisation, wo man im Endeffekt den Zweck festlegt und wir dann schauen, wie können wir denn gegeben die relativ komplexen Rahmenbedingungen üblicherweise diesen Zweck erreichen.
Aus wissenschaftlicher Sicht würde man da verhaltenswissenschaftlich, Kognitionspsychologie, Soziologie als Disziplin hernehmen, die Organisationen aus dieser Sicht betrachtet. Bei der instrumentalen Definitionsweise geht es um die Wirkung der Organisation nach außen hin. Also ein Unternehmen hat eine Organisation und wir verfolgen damit das Ziel der Wirtschaftlichkeit, also der möglichst effektiven und effizienten Mittelverwendung, Ressourcenverwendung. Das heißt, da geht es jetzt nicht so sehr um die Komplexitätsbewältigung, das heißt nicht so sehr, wie man die Organisation aufbauen, damit alle Mitglieder dem Zweck entsprechend handeln können, sondern wir fokussieren jetzt auf die Organisation als Instrument der Zielerreichung. Alle Aktivitäten sind auf dieses Ziel ausgerichtet und wir mögen die verfügbaren Ressourcen, ob das jetzt Materialien oder Humanressourcen sind, möglichst effizient im Sinne von ressourcensparend und effektiv im Sinne von auf das Ziel, auf den Zweck ausgerichtet einsetzen. Das haben wir in der Betriebswirtschaftslehre. Da gibt es quasi diese Ressourcenperspektive und ich habe es vorher gerade erwähnt. Wir unterscheiden dann aus Sicht der Organisation nur mehr marginal zwischen Human- und Materialressourcen und versuchen die halt so zu planen, so einzusetzen, damit wir unsere Zwecke optimal, effektiv und effizient erreichen. Und institutional versucht eine Synthese aus dem Ganzen, einen gesamtheitlichen Zugang, dementsprechend auch diesen systemtheoretischen Zugang, den wir dann auch in weiterer Folge bei der Modellierung verfolgen werden. Es geht also darum, dass die Organisation als ein sinnstiftendes Konstrukt zu sehen. Also der Zweck ist sinnstiftend für die Mitglieder der Organisation, die sich als solche betrachten. Es geht um die Führung der gesamten Organisation, sowohl hinsichtlich der Mitarbeiter, sowohl hinsichtlich des Mitteleinsatzes und des Aufbaus der Organisation, das heißt, wie die einzelnen Akteure miteinander interagieren. Also diese interaktionsorientierte Sicht, die steht bei diesem institutionalen Ansatz ein Stück weit im Mittelpunkt. Wie gesagt, wir haben das hier nochmal beschrieben, die funktionale Betrachtungsweise, die instrumentale Betrachtungsweise und die institutionelle Betrachtungsweise. Unabhängig davon, wie wir, aus welcher Perspektive, also das ist auch wieder nur eine Denkhilfe, eine Strukturierungshilfe, genauso wie diese Organisationsmerkmale, das hat noch keine unmittelbaren praktischen Auswirkungen. Man sollte sich nur bewusst sein, welche Perspektive man einnimmt, wenn ich eine rein instrumentale Betrachtungsweise im Sinne der Betriebswirtschaft einnehme, dann mache ich, gehen wir auf Themenbereich 1 zurück, eine Modellbildung, die Verkürzungsmerkmal bestimmte Aspekte einfach nicht betrachtet und andere dafür in den Vordergrund steht. Demhingegen würde man andere Aspekte betonen, wenn man funktional oder institutional betrachtet. Also je nachdem, was ich ins Zentrum stehe, schauen wir zum Beispiel an, wie schaut es mit der Arbeitsergonomie aus. Ja? Können die Personen gut an ihren Aufgaben arbeiten? Sind die zufrieden? Das würde mich bei der instrumentalen Betrachtungsweise nur bedingt interessieren, nur im Sinne von, bleibt die Arbeitskraft erhalten, sodass ich meine Humanressourcen einsetzen kann, während man wahrscheinlich bei der funktionalen und bei der institutionalen Betrachtungsweise das vielleicht stärker betrachten würde, diesen Aspekt. Nochmal zurück, unabhängig davon, und jetzt wird es konkreter, welche Sichtweise ich einnehme, kann man zwei Aspekte der Organisationsbeschreibung unterscheiden. Das ist die sogenannte Aufbau- und Ablauforganisation. Jetzt wird es wichtig, weil jetzt definieren wir nochmal stärker, was denn für uns im Prozess- und Kommunikationsmodellierung wichtig ist. Was steckt im Titel schon drinnen? Uns geht es viel stärker um die
Abläufe innerhalb des Unternehmens, die aber natürlich einen Bezugspunkt auf den Aufbau des Unternehmens haben. Das heißt, in der Aufbauorganisation geht es uns um die Strukturierung des Unternehmens, in der Ablauforganisation geht es uns um die Arbeitsabläufe, die in diesem Unternehmen passieren. Wie kommt man zu diesen beiden Organisationstypen? Also irgendwann muss man sich mal überlegen, ja, wie soll meine Organisation aufgebaut sein und wie soll da drinnen gearbeitet werden. Und dazu macht man üblicherweise eine Arbeitsanalyse und Synthese. Wir schauen uns das, also es ist hier beschrieben, wie das funktioniert, nämlich in drei Schritten. Ich schaue mir meine Zielsetzung an, meine Sachaufgabe an, zerlege die in Teilaufgaben, dann fasse ich diese Teilaufgaben in Gruppen zusammen, die idealerweise, und jetzt kommt es darauf an, welche Philosophie man verfolgt, nach Fachkompetenzen vielleicht nochmal gruppiert sind, nach notwendigen Kompetenzen, um diese Aufgaben zu erfüllen, und verteile dann die so gebildeten Gruppen auf konkrete Personen. Das wären meine drei Schritte, sodass ich dann meine Organisation zum Laufen bekomme. Das ist hier nochmal dargestellt in dieser Grafik. Ich habe also meine Aufgabe, die wird in Teilaufgaben heruntergebrochen, und diese Teilaufgaben, wenn wir jetzt einmal in der oberen Hälfte bleiben, diese Teilaufgaben, die werden dann zu Stellen gruppiert. Also eine Stelle könnte jetzt zum Beispiel sein Lagerhaltung, Finanzverwaltung. Die kann unterschiedliche Teilaufgaben in der Aufgabenerfüllung wahrnehmen. Das gruppierende Merkmal ist, egal welche, um welche Aufgabe es sich konkret handelt, die braucht dazu zum Beispiel Wissen darüber, wie ich Einnahmen-Ausgaben-Rechnung für oder eine doppelte Buchhaltung aufbaue. Oder wie ich ein Lager organisiere. Ja, das wird die Stellengruppierung machen. Diese Stellen, die gruppiere ich dann wiederum zu Abteilungen oder Gruppen, um eine Führungsdimension mit reinzubringen, bekommen. Es hilft mir nichts, wenn ich eine ganz flache Hierarchie habe und meine Organisation wird unführbar oder unorganisierbar, weil es keine klare Strukturierung mehr gibt, wie denn die einzelnen Elemente in der Organisation zusammenwirken. Also deswegen die Idee, dann nochmal eine mittlere Ebene der Abteilungen und Gruppen durchzuführen, und dann komme ich zu meiner Aufbauorganisation. Schauen wir da, springen nochmal ganz kurz da weiter nach hinten, dann nochmal detaillierter dargestellt, zerlegt die Aufgabe in Teilaufgaben, bündle sie zu Stellen und fasste Stellen in Abteilungen oder Arbeitsgruppen zusammen. In einem klassischen Unternehmen, in einem Industriebetrieb, wäre das halt dann zum Beispiel der Vertrieb, die Entwicklung, die Beschaffung. Wir sehen da, diese Abteilungen, in denen sich dann die Stellen befinden, sind gruppiert nach den notwendigen Kompetenzen dieser Abteilung oder der Personen, die in diesen Abteilungen handeln. Ja, und dann kommt man halt irgendwann einmal auf sowas wie ein Organigramm. Also man kann das dann hierarchisch darstellen. Wie man gesagt, Organisationsbegriff, ein Merkmal ist die Hierarchie. Ich kann das auch so darstellen. Also es gibt eine Führungsebene, eine Managementebene, und dann gibt es die operativen Abteilungen, die die eigentlichen Aufgaben erfüllen. Parallel dazu, nicht unabhängig davon, aber parallel dazu gibt es die Ablauforganisation. Und die ist jetzt nicht auf den Aufbau des Unternehmens ausgerichtet, sondern auf die Prozesse, die zur Aufgabenerfüllung notwendig sind. Das heißt, der Ausgangspunkt ist nach wie vor die Aufgabenanalyse. Das soll dieser Pfeil darunter kennzeichnen. Jetzt schaue ich mir an, nicht mehr nur, welche Aufgaben habe ich, sondern also nicht nur, was ist zu tun, sondern wie wird es denn getan, die Arbeitsanalyse, und kann dann einzelne Arbeitsschritte da drinnen identifizieren. Und jetzt kann ich mir überlegen, gegeben diese Arbeitsschritte, wie sollen denn die zusammenhängen, wie soll denn die organisiert werden, damit ich meine Arbeitsabläufe, meine Aufgabenerfüllung möglichst optimal erledigen kann. Das kann man jetzt nach unterschiedlichen Dimensionen machen, wird man nach unterschiedlichen Dimensionen machen müssen. Das heißt, ich kann sowas wie eine sogenannte personale Synthese machen. Das heißt, ich kann diese Arbeitsschritte nach Personen gruppieren und zusammenfassen und schauen, wie kann eine Person die Aufgaben erledigen. Ich muss mir die räumliche Dimension anschauen. Es hilft mir nichts, wenn ich
zwar grundsätzlich einen total tollen Arbeitsprozess aufgestellt hätte, der total effektiv und effizient ist, aber an zwei räumlich total unterschiedlichen oder weit entfernten Standorten stattfindet, sodass die Güter, die ich produzieren will, von Punkt A nach Punkt B gar nicht in der notwendigen Zeit überhaupt hinkommen. Und es gibt eine zeitliche temporale Synthese, das heißt, es geht darum, sich die Arbeitsabfolge nochmal genauer anzuschauen. Das heißt auch zu gruppieren, noch was muss denn Kausalität, was muss denn vorher passieren, was kann später passieren. Das ist das wesentliche Element, um Arbeitsprozesse dann oder Arbeitszielerreichung, die Aufgabenerfüllung effizienter und effektiver zu machen. Aus der Aufbauorganisation erkenne ich nicht, ob irgendein Arbeitsprozess oder Aufgabenerfüllung uneffektiv ist. Ja, man kann Vermutungen treffen, weil eine Organisation total kleinteilig unterteilt ist und die einzelnen Arbeitsschritte auf total unterschiedliche Standorte verteilt sind. Ja, das wird man vielleicht sehen, aber erst durch Betrachtung der Ablauforganisation, das heißt der Abläufe, die zur Zielrichtung Erreichung führen, kann ich dann erkennen, wie denn die einzelnen Aspekte zusammenspielen müssen und wie es vielleicht, wie deren Organisation verbessern kann, damit sie besser zusammenspielen. Und das wird der Fokus in PKM sein. Ja, wir werden uns Modellierungsmittel, Modellierungsinstrumente anschauen, die genau auf die Abbildung der Ablauforganisation eingehen. Das habe ich schon erwähnt. Natürlich müssen wir im Hinterkopf die Aufbauorganisation behalten, weil eine Veränderung der Ablauforganisation kann auf die Aufbauorganisation rückwirken. Das heißt, wir werden uns auch Modelle zumindest am Rande ansehen, mit denen die Aufbauorganisation beschreiben kann. Das Organigramm haben wir schon gesehen. Im Zentrum wird aber die Aufbauorganisation stehen. Jetzt heißt die Lehrveranstaltung Prozess- und Kommunikationsmodellierung. Wenn wir uns die Ablauforganisation anschauen, sind wir in erster Linie bei der Prozessmodellierung. Die Kommunikationsmodellierung kommt dann ins Spiel, wenn wir Organisationen jetzt nur aus einer dritten oder wenn wir eine dritte Strukturierung von Organisationen einführen, die wiederum von diesen Betrachtungsweisen unabhängig ist, die wir vorher gehabt haben, also Aufbauorganisation, Ablauforganisation. Und jetzt könnte man die Organisation im Sinne dieser systemtheoretischen Betrachtungsweise auch noch als Kommunikationsnetzwerk, als Wertschöpfungsnetzwerk betrachten. Das heißt, der Zweck der Organisation ist ja ein bestimmtes, oder das Ziel der Organisation ist ein bestimmtes Zweck, einen bestimmten Zweck zu erreichen, Werte zu generieren, und man könnte sich jetzt dann anschauen, welche Akteure gibt es denn innerhalb der Organisation und wie wirken die zusammen, also auf deren Interaktion zu schauen, um Wert zu schöpfen und welche Werte generieren sie für sich gegenseitig. Das heißt, wir steigen jetzt in die Organisation hinein und betrachten, stellen ins Zentrum der Betrachtung nicht mehr die Aufgaben, sondern die Akteure und deren Transaktionen. Das heißt, wie die miteinander kommunizieren, welche Werte die austauschen. Ein Wertaustausch in einer Organisation kann jetzt was ganz Greifbares sein. Das kann sein, ich bekomme vom Lager Rohmaterial, wo wir in einen produzierenden Betrieb wieder gehen, und bearbeite es irgendwie, also mache Wertschöpfung damit und gebe dieses Zwischenprodukt, das ich erstellt habe, an den nächsten Akteur weiter, der es dann vielleicht aus mehreren unterschiedlichen Teilprodukten zusammensetzt und das Endprodukt fertigt. Also wir setzen diese Interaktionsperspektive ins Zentrum, konzentrieren uns nicht so sehr darauf, was die einzelnen Akteure machen, sondern wie sie zusammenspielen. Dieses konkrete Produkte austauschen, das würden wir jetzt in dem Ansatz, den wir hier kurz vorstellen, das sind die sogenannten Value Networks, als Tangible Flow bezeichnen. Tangible, tangibel, begreifbar, also etwas Greifbares, betriebswirtschaftlich Bewertbares. Im Gegensatz dazu gibt es auch noch Flüsse, die intangible sind, die weicher sind, die vielleicht nicht unmittelbar bewertbar sind, sowas wie ein Informationsaustausch, sowas wie Kundenfeedback. Das sind Flüsse, die man bei der Organisationsbildung oder bei der Betrachtung einer Organisation zur Identifikation von Verbesserungsmöglichkeiten ebenfalls betrachten würde. Also fügt dem Ganzen
Nur mehr Dimension hinzu, die in der klassischen Betrachtungsweise einer Aufbau- und Ablauforganisation komplett untergehen würde, nimmt die Intangibles also hinzu, führt dann im Endeffekt, da gibt es dann Analysemethoden dazu, die wir uns jetzt an der Stelle nicht näher ansehen, aber führt im Endeffekt zu einer Darstellung, die wie ein Netzwerk aussieht, in der festgelegt wird, wer sind denn die Akteure in meiner Organisation. Und zwar nicht nur die internen, sondern auch die externen. Ja, da haben wir den Kunden mit dabei. Verkauf, Customer Service, Produktentwicklung, das könnten Elemente der Aufbauorganisation sein. Und wir schauen uns an, welche Flüsse gibt es denn zwischen diesen. Zum Beispiel liefert die Produktentwicklung dem Customer Service die Liste an Features, die ein Produkt haben kann. Das Customer Service meldet als Intangible Flow die Verständlichkeit dieser Feature-Liste zurück, weil die zum Beispiel mit dem Kunden in Kontakt sind, dem Kunden eine von Kunden Anfragen erhalten und dem eine Auskunft geben, das ist was Tangibles, da liegt dann zumindest ein E-Mail da, das ist ein konkretes Artefakt, das ich mir anschauen kann. Und das Customer Service kriegt er deswegen irgendwie mit, okay, versteht der Kunde, was mein Produkt oder was unser Produkt kann oder nicht und kann das der Produktentwicklung als intangiblen Flow zurückmelden. Kann man sich generell anschauen. Zum Beispiel kommt bei einer Anfrage ja immer sowas wie Unsicherheit mit. Und diese Unsicherheit, die möchten wir mit unserer Auskunft auflösen. Dementsprechend können wir, wenn wir wissen, dass eine Anfrage üblicherweise mit Unsicherheit verbunden ist, unsere Prozesse innerhalb dieser Stellen, also das Verhalten, das Festlegen des Verhaltens innerhalb dieser Stellen, entsprechend anpassen und mit den Kunden mit dieser anderen Stelle entsprechend umgehen. Also das nochmal eine ergänzende Betrachtungsweise, die diesen ganzheitlicheren systemtheoretischen Ansatz verfolgt. In der klassischen Organisationslehre fokussieren wir auf Aufbau- und Ablauforganisation, gesagt diese Netzwerksicht ist eine zusätzliche, die wir dann brauchen, wenn wir uns die Kommunikationsmodellierung anschauen, wenn wir da genauso diese Perspektive einnehmen und dadurch andere Aspekte der Organisation ins Zentrum stellen, Sachen sichtbar machen oder Phänomene sichtbar machen, die man in einer klassischen prozessorientierten, ablauforientierten Betrachtungsweise so nicht sehen würde und dementsprechend weiteres Optimierungsverbesserungspotenzial vielleicht identifizieren können. Gut, das war's mit dem Thema 1.2. Auch hier nochmal, was ist zu merken? Die Organisationsmerkmale, die drei, die wir besprochen haben, oder die vier, wenn man die Autonomie mitnimmt. Dann die unterschiedlichen Betrachtungsweisen der Organisation, die drei, die wir diskutiert haben. Dann im Zentrum, das ist wahrscheinlich der wichtigste Aspekt in diesem Thema, die Unterscheidung zwischen Aufbau- und Ablauforganisation, was steckt da dahinter, wie hängt es zusammen und als Ergänzung dazu die Brücke zu der Kommunikationsmodellierung, was ist denn eine netzwerkorientierte Sicht auf eine Organisation und welche Aspekte fügt die der klassischen Betrachtungsweise nochmal hinzu.